Dieser Junge schiebt seinen Wagen hier jetzt schon seit einer ganzen Weile vorbei. Er war ein Fremder, der abseits stand. Bis jemand ihm die Chance gab. Komm doch ruhig rein, Junge. Ich finde schon eine Beschäftigung für dich. Allen zu zeigen. Aber dein Radio gefällt ihm, das ist mal sicher. Was in ihm steckt. Er hört auf den Namen Radio und er wird eine Weile bei uns aushelfen. Und es wird keiner von uns ein Problem damit haben. Okay, hier ist Radio! Kutsche hat ein Herz aus Gold, nur ein bisschen langsamer als die meisten. Willst du es mal versuchen? Harold, er ist kein Schüler. Was du nicht sagst. Also Coach Darren, für den man möchte, dass du ein paar Sachen für sie holst. Radio! Sie haben da einen Störfaktor und Sie sollten sich deswegen mal was überlegen. Störfaktor? Sie halten Radio für einen Störfaktor? Es geht hier um einen jungen Mann, der sein Leben auf der Straße verbringt. Das ist doch ein ziemlicher Kontrast zu einer Schulsituation. Entdecken Sie die außergewöhnliche Geschichte. Wenn Sie ihn aus dieser Schule nehmen, können Sie ihm gleich das Leben nehmen. Über Herausforderungen, die uns stark machen. Wir werden dich nicht im Bus mitnehmen können. Ein paar Leute verstehen es einfach noch nicht. Aber sie werden es schon begreifen. Über Augenblicke, die uns inspirieren. 1964 werden die Beziehungen zur Sowjetunion gefestigt. Wahr oder falsch? Falsch! Wie war das Radio? Falsch! Und Freundschaften, die ein Leben lang halten. Warum machen Sie das alles? Aus demselben Grund wie Sie. Cuba Gooding Jr., Ed Harris, Alfie Woodard und Deborah Winger. Es ist nie ein Fehler, jemanden zu lieben. Aber die Wahrheit ist, nicht wir haben Radio was beigebracht. Radio hat uns was beigebracht. Sie nennen ihn Radio.